Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie man sich jünger schminken kann, wie man sich mit ganz einfachen Mitteln ganz schnell und ganz einfach wirklich viel, viel jünger, viel frischer schminken kann. Und diese Tipps möchte ich gerne an euch weitergeben. Und ich hoffe, ich habe das so erklärt, dass ihr das auch alles versteht. Ich habe das alles mitgefilmt, wie ich mich geschminkt habe. Und ihr seht ja, wie ich vorher aussehe. Und ich glaube, das ist schon so ein kleiner Unterschied. Jedenfalls so fühle ich mich wesentlich wohler. Und das ist keine Zauberkunst. Das sind einfach nur zwei, drei Handgriffe, die man wissen muss. Und speziell natürlich dann auch darauf gemünzt, dass es einfache Produkte sind, wo einfach jeder mit klarkommt, hoffe ich. Und dass es ganz einfach, ganz schnell geht. Und dass es kein großer Zeitaufwand ist, dass es auch morgens umsetzbar ist, wenn man es eilig hat. Und ja, vielleicht auch gerade für Anfänger geeignet, die gerade so ein bisschen anfangen, sich zu schminken. Auch natürlich Schlupflid haben, ausgeprägtes Schlupflid haben. Das könnt ihr alles umsetzen. Und auch dem Alter sind auch keine Grenzen gesetzt. Das können sich Jüngere, können sich so schminken und natürlich auch Ältere. Also das spricht, glaube ich, einfach die meisten Frauen an. Ja, also jünger und schlanker möchten wir, glaube ich, alle aussehen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur so ein paar Sachen wissen. Und die habe ich versucht, euch in diesem Video ganz genau und ganz ausführlich zu erklären. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja, ich fange als erstes mal an mit der Hautpflege, Beauty Mates. Ja, ich bin, wer mich kennt, der weiß das so ein bisschen, dass ich Beauty Mates seit mehreren Jahren benutze und auf jeden Fall für die Hautpflege. Ich mag die Creme einfach, weil da nicht viel Schnickschnack drin ist, kein Parfüm, kein gar nichts. Das ist einfach eine schöne Hyaluroncreme und ich benutze auch schon länger und leider viel zu selten. Ich muss mir das echt angewöhnen, das viel öfter zu machen. Augen auch immer wieder zu pflegen. Gerade ich brauche das, weil ich mich ganz oft schminke und abschminke. Die Augenpflege ist das Allerwichtigste und das ist auch schon der erste Tipp, dass man sich auf jeden Fall richtig gut pflegt, weil wenn man jünger aussehen möchte, dann bleibt das leider nicht aus, dass man seine Haut gut pflegt. Nun müsst ihr natürlich nicht Beauty Mates benutzen. Ihr könnt benutzen, was ihr möchtet. Aber ich habe mit Beauty Mates halt die beste Erfahrung gemacht, dass es wirklich auch Produkte sind, die auch einfach sehr, sehr gut sind und die man gut verträgt. Ja, ich zeige euch einfach mal ganz schnell, wie ich das immer so mache. Da bin ich in meinem Badezimmer nach dem Duschen. Uiuiui, nicht erschrecken. Ich sehe immer etwas komisch aus, wenn ich so aussehe. Und jetzt kommt da ein bisschen meine Pflege, was ich schon seit Jahren mache und auch dabei bleibe. Beauty Mates, einfach so ein bisschen auf dem Finger. Und dann kommen die Augentropfen dazu, also der Augenlifting Booster. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie ich das immer so mache, dass ich das dann praktisch mir so eine Augencreme damit mache. Ganz einfach ein paar Tropfen darauf, je nach Gefühl. Wenn man sie pur aufträgt, reicht ein Tropfen und wenn ich so eine Augencreme mische, dann wird es meistens ein bisschen mehr und den Rest verteile ich dann auf dem Hals oder auch gerne mal auf die Lippen. Dann sind die Lippen auch schön weich und kann ja nicht schaden, wenn man sich dann auch ein bisschen die Lippen noch mit eincremt. Also das ist die Augenpflege. Schnell und einfach, zieht gut ein und man kann sich auch ganz gut danach schminken. Brennt natürlich nicht, ist klar, ne? Ja, dann so ein bisschen die Selbstbräunertropfen, weil ich auch finde, dass wenn man sich frischer schminkt, ich finde das immer schöner, wenn man dann ein bisschen gebräunter aussieht. Ich finde, das sieht immer schöner aus, wenn man ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen frischer aussieht, weil man ein bisschen brauner ist. So wenn die Sonne im Sommer so ein bisschen die Haut bräunt, man sieht immer schon gleich viel fitter aus als im Winter. Da sieht man immer so fahl und matt aus und so blass. Und deswegen mache ich das ab und zu mal, nicht immer und ständig und nur, aber ich mache es ab und zu mal und natürlich den Hals und auch das Dekolleté ein bisschen dazu. Einmal vorher und ein paar Stunden später dann im Auto nachher, da bin ich dann mal schnell so zum Einkaufen gefahren. Ja. Und während ich so vor mich hin bräune, habe ich mich ja schon geschminkt. Man kann also auch Beauty Mates, weil es auch wasserfest ist, natürlich überschminken. Das macht nichts. Und dann bin ich heute Abend schön braun, wenn ich mich abschminke.
Ja, ich habe jetzt einfach eine Foundation aufgetragen und da ist es eigentlich nur wichtig, dass man nicht zu viel Foundation aufträgt, dass man nicht so zugekleistert aussieht, sondern dass man noch die Poren sieht, noch die Haut sieht, dass es frisch aussieht und nicht total maskenhaft. Und das zeige ich euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Einfach mal ganz schnell ein bisschen dünn die Foundation aufgetragen. Und welche Pinsel ich für dieses Video benutze, das mache ich am Ende des Videos noch rein. Dann zeige ich euch ein Foto. Viele interessiert ja dann immer die Produkte. Ich habe die Essence genommen, Fresh and Fit, weil ich die so, so, so toll finde und weil das einfach für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist und eine super tolle, günstige, schöne Foundation, die ich tagtäglich benutze. Ja, der zweite Trick ist eigentlich, also was heißt Trick? Das zweite, was man wissen darf, ist einfach, dass man einen Concealer benutzt. Ich nehme ganz oft den von Make-up Coach. Das sieht man auch, wenn ich die Palette aufmache. Schnell wieder zumachen. Da sind drei verschiedene Töne drin. Immer so für Sommer, Winter. Und ich spiele immer ganz gerne mit den Tönen. Und zwar habe ich ja einen hellen Ton und einen etwas dunkleren Ton da drin. Und ja, das hat doch schon eine coole. Ich benutze das unheimlich gerne. Meistens mache ich so, dass ich den Concealer benutze in meiner Farbe. Erstmal, um die Augenschatten aufzuhellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann spiele ich immer noch so ein bisschen mit Concealer. Und was ich da mache, das zeige ich euch einmal. Ja, wie man so aussieht, ungeschminkt. Und jetzt kommt mein Lieblingsconcealer von Make-up Coach, die Farbe Mainstream. Also das sind drei Farbtöne, kann man immer ganz gut anpassen. Und da seht ihr schon die Punkte, wo ich das verteile. Man kann ein bisschen heller für die Nase nehmen und auch für um die Augenbrauen herum. Warum mache ich das? Weil das einfach ein bisschen gepflegter aussieht, weil das ganz, ganz schnell geht und weil man dann auch den Augenbrauenstift nachher besser ausbessern kann. Und hier nochmal das Beispiel, wenn man das an den Lippen aufträgt oder besser gesagt unter die Lippen, wenn ich versuche, ganz böse auszusehen, was es denn macht, es hebt automatisch die Lippen hoch und man sieht freundlicher aus. Ja, das ist das mit dem Concealer. Der macht sehr viel aus. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Foundation, Concealer und dann könnte man eigentlich schon fast los. Dann benutze ich unheimlich gerne Lidschattenstifte. Ich habe die in allen Varianten und ich habe mir speziell für dieses Video den hier geschnappt. Ich zeige euch aber auch die anderen, damit ihr so ein bisschen wisst, was es noch so gibt vielleicht und wie die sich unterscheiden. Vielleicht ist das ja jetzt gerade nichts für euch, sondern die anderen Produkte. Vielleicht habt ihr auch was ganz anderes zu Hause. Ich zeige einmal dieses Produkt, weil das ist nicht nur von Make-up Coach. Nein. Sondern ihr könnt damit zwei Sachen machen. Also ihr könnt damit sehr viel machen. Eigentlich könnte man da sogar Kontur mitmachen, aber das wollte ich jetzt nicht mit in das Video reinmachen. Das mache ich nachher mit Hamster Beckley. Also dieser Stift, der nennt sich Augen und Braue. Den gibt es zweimal. Also mit verschiedenen Tönen im Shop seht ihr das. Was hier so toll ist dran, ihr habt halt zwei verschiedene Töne. Ihr könnt euch das ja auch so zusammenstellen, wie ihr möchtet. Seht ihr dann, wenn ihr im Shop stöbert. Und zwar kann man mit diesem Stift sich nicht nur die Augenbrauen anmalen, sondern deswegen nennt sich das Augen und Braue, steht auch drauf. Ihr könnt damit auch euer Auge schminken. Und das ist das, was ich jetzt wieder so praktisch finde und warum der jetzt in diesem Video mitspielt. Weil ganz oft ist es so, auch wenn man in Urlaub ist, man möchte nicht so viel mitnehmen, es muss schnell gehen, man hat nicht immer so die besten Augen. Und dann kann man sich einfach ganz schnell damit die Augenbrauen anmalen. Dann ist es so, man will vielleicht nicht so viel mitnehmen und das ist so ein Stift, dunkelbraun geht immer und geht eigentlich bei fast jeden Augen, bei jeder Augenfarbe, bei jeder Frau. Deswegen ist das so praktisch, weil man sich einfach ganz schnell damit schminken kann und damit könnt ihr auch mal ins Wasser hüpfen, damit könnt ihr in die Sauna gehen. Das hält den ganzen Tag. Und das ist das Schöne und das ist das, was ich so liebe. Ich will ja nicht nur eine Stunde so aussehen, sondern ich will ja den ganzen Tag so aussehen. Und deswegen habe ich auch Produkte gewählt, die den ganzen Tag halten. Und das ist halt ein ganz toller Stift und ich zeige euch jetzt mal die Anwendung. Ganz, ganz einfach. Das Produkt ist in den kleinen Käppchen drin, wie der Brightliner.
eigentlich fast genauso, nennt sich halt nur Augen und Braue und ist für die Augenbrauen genauso gut und haltbar wie auch für das Auge. Das ist halt ein Stift zum Mitnehmen für die Reise, für ganz, ganz schnelle. Und ihr seht schon, ganz, ganz einfach. Er arbeitet jetzt nicht so präzise, weil das ja dieses Schwämmchen ist, aber ich finde es super. Und wenn mir das über so ein bisschen über die Augenbraue rutscht, dann nehme ich einfach einen Q-Tip und bessere mir das ein bisschen aus. Und man kann auch noch mal mit einer kleinen Augenbrauenbürste darüber. Und ansonsten geht das einfach ruckzuck, auch mit ohne Brille. Und dadurch, dass ich ja den Concealer auch vorher schon aufgetragen habe, kann ich mir das dann mit dem Q-Tip einfach so ein bisschen ausbessern, ganz einfach. Jetzt mache ich mir so ein bisschen das Auge. Das ist jetzt Geschmackssache, ob ich nur einen Lidstrich mache. So sieht das aus. Oder das ganze Auge schminke. Und da zeige ich jetzt auch noch mal ganz, ganz, ganz genau, wie man ein Schlupflid, auch ein ausgeprägteres Schlupflid als das, was ich habe, ganz gut schminken kann. Einfach mit einem Braunton und zwar nur außen. Da seht ihr dann den Unterschied. Und jetzt noch mal, wenn ich das Auge hängen lasse, dann seht ihr schon, ne, da sieht man kein bewegliches Lid mehr. Und wie man das jetzt macht, ich hole mir noch ein bisschen Farbe, das zeige ich jetzt. Ich gucke also ganz entspannt und am besten nicht lächelnd, gar nichts. Ich lasse alles hängen in den Spiegel ganz gerade und da ist der Punkt. Da fange ich an und mache erstmal kleine Pünktchen. Mal mir praktisch die Umrandung, bis wohin ich gehen möchte mit dem Stift. Nachher wird das sowieso noch verblendet. Aber jetzt erstmal das Mindeste, was ich malen muss, damit das Schlupflid jünger aussieht. Und das zeige ich jetzt mit Absicht, damit ihr seht, es sieht auch bei mir komisch aus. Und jetzt verbinde ich praktisch die Punkte. Das muss auch gar nicht genau sein. Ich verbinde die Punkte und da ist die Grenze. Ende des Auges und Ende der Augenbraue, dass man weiß, nicht zu weit außen malen, sonst sieht es nachher traurig aus, das Auge. Und jetzt, wie ihr möchtet, entweder ein bisschen oder viel, zweimal, dreimal, wie ihr möchtet, wie ihr das haben möchtet, entweder doll oder nicht so doll. Man kann das sehr, sehr gut mit dem Finger verblenden und man kann das auch sehr, sehr gut mit dem Pinsel verblenden. Und ihr seht schon, das ist ein ganz, ganz weicher, toller Stift. Und dieses Produkt lässt sich ganz, ganz, ganz einfach auftragen. Das hat sie extra so gemacht. Sie ist ja darauf spezialisiert auf ältere Haut, sage ich mal jetzt einfach so, ne? Also auf weiche Haut, auf Schlupflid schminken und dass es einfach und schnell geht. Das ist halt so das, was ihre Produkte ausmachen. Und da mache ich es dann nochmal rauf, damit ihr auch so ein bisschen seht, dass man das auch schichten kann, dann wird es ein bisschen kräftiger. Und so kann man eigentlich, ich bin der Meinung, jedes Schlupflid schminken, indem man außen dunkel ist und einfach mit geradem Blick in den Spiegel guckt. Hier zeige ich nochmal, was ich ganz, ganz wichtig finde, nämlich, dass man unter den Augenbrauen ein bisschen frei lässt. Ja, den liebe ich in allen Varianten. Großer Make-up-Coach-Fan. Ja, nicht ohne Grund, weil die Produkte einfach toll sind. Dann ein Tipp von mir. Ich finde, und das mache ich ja ganz oft, dass ich an meinen Augen nicht immer schwarz oder braun nehme an Stiften, sondern ich nehme einen Farbton, der meine Augen zum Leuchten bringt. Das heißt, ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe mich mal damit beschäftigt, was habe ich für eine Augenfarbe. Ich habe so dunkelgrüne Augen, so Melonenschalenmäßig oder so, keine Ahnung, irgendwie so eine Mischung zwischen grün und braun. Und da habe ich mich mal damit beschäftigt, was eigentlich zu meiner Augenfarbe passt. Und das kann man googeln, das ist ganz einfach. Da gibt es so Farbtabellen. Und da stand drinne, dass meine Augen zur Geltung kommen, also grüne Augen kommen mit Lila zur Geltung. Und weil ich den Stift auch habe und ich liebe Petrol und so weiter, habe ich den mal ausprobiert an meinem Auge und den habe ich jetzt hier drauf. Und mein Tipp jetzt an euch, benutzt ruhig mal, seid ruhig mutig da einfach für unter die Wasserlinie. Oben muss das ja gar nicht sein, da habe ich auch Augen und Braue genommen, also einen Braunton. Da kann man auch schwarz nehmen oder sowas, man möchte. Aber für hier unten würde ich euch raten, um jünger, um frischer auszusehen. Es sieht auch interessanter aus, wenn die Augenfarbe besser rauskommt. Dann sieht man automatisch viel schöner aus.
benutz doch mal einen farbigen Augenstift. Das macht so viel aus. Wenn ich jetzt schwarz nehme, sieht das auch gut aus. Aber für den Alltag oder so, ich finde es immer interessanter, wenn man da, also ich finde, ich gucke immer mehr hin bei Frauen, wo sich das so ein bisschen abhebt, wo das nicht aussieht. Weil wenn ich grün nehme, steht mir das natürlich auch und es sieht auch gut aus. Aber es sieht auch sehr, sehr interessant aus, wenn man einfach mal eine ganz andere Farbe nimmt, nämlich blau oder lila. Ich liebe das, mit Farben zu spielen. Das hier ist auch eine ganz tolle Farbe. Also das sind die Stifte von Make-up Coach. Gibt es natürlich von Avon, gibt es von Essence. Aber ich nehme nur Make-up Coach, weil ich einfach da auf Nummer sicher gehe, dass die Stifte auch den ganzen Tag halten, dass sie nicht verschmieren, dass ich sie vertrage, dass ich keine tränenden Auge habe und nichts. Und weil man damit halt auch mal so ein bisschen verblenden kann. Man kann sie so ein bisschen verwischen. Man kann sie auch als Lidschatten nehmen. Und deswegen liebe ich diese Stifte. Und empfehle sie euch natürlich weiter. Ich empfehle natürlich nur Produkte weiter, von denen ich auch überzeugt bin. Ja, dann habe ich mal was gesehen bei Instagram und das fand ich so interessant, dass ich das unbedingt hier auch in diesem Video zeigen möchte. Und zwar geht es da um Maybelline und zwar diesen Vinyl. Und ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, ob sie diese hier genommen hat. Ich mache mal ein Foto rein. Diese hier genommen hat oder die. Das sind Maybelline-Produkte und das sind diese Produkte für die Lippen, die den ganzen Tag halten. Also die sind bei mir bis abends drauf. Die halten bei mir 16 Stunden auf jeden Fall. Egal, was ich esse und was ich trinke. Und ich esse viel und ich trinke auch viel. Kaffee ständig. Und ich esse auch, also ich mache keine Diät oder so. Ich esse ganz normal auch Pommes und so. Ja, und der hält den ganzen Tag. Und was sie jetzt bei Instagram gemacht hat, sie hat sich damit, also nicht komplett geschminkt, aber sie hat sich damit auch die Wangen geschminkt und das Auge. Und das habe ich neulich schon mal ausprobiert, weil ich nämlich wissen wollte, und das wollte ich euch nämlich dann auch erzählen. Das ist immer schöner, wenn man das schon mal getestet hat. Ob das lange hält und ihr werdet lachen, das hält wirklich. Das hält jetzt nicht so lange wie auf den Lippen, aber das hält wesentlich länger wie andere Produkte wie Rouge oder so von Essence oder Catrice. Das ist richtig, richtig lange drauf. Und ihr könnt natürlich auch noch mal einsprühen zum Schluss. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe das einfach nur auf die Foundation drauf gemacht, ein bisschen Puder drauf und ich war abends immer noch gerötet. Also das war so toll. Und deswegen gebe ich euch diesen Tipp weiter. Und wie ich das ganz genau mache, auf den Lippen und auf den Wangen und am Auge dann auch noch, weil dann gibt es so ein schönes Gesamtbild, was auch automatisch jünger schwingt, weil wenn ihr da pink habt, da rot und da lila, dann sieht das einfach komisch aus. Aber wenn das alles harmonisch ist im Gesicht, wirkt das natürlicher und dadurch auch jünger. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das gemacht habe. Ja, jetzt geht's los. Ich teste das mal zum zweiten Mal jetzt. Und beim ersten Mal hat es gut geklappt. Ich male mir erstmal nur die Lippen damit an. Und da vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp, dass man das auch nochmal mit dem Pinsel so ein bisschen ausbessern kann. Die Ränder und jetzt werden die Wangen damit angemalt. Ja, das geht wirklich. Ich hätte das nicht gedacht und es hält auch wirklich den ganzen Tag. Ganz, ganz toll. Und einfach mit einem Pinsel, den ihr sonst auch für Rouge nehmt. Ich habe ja meinen Spezialpinsel, den es leider nicht mehr gibt. Ich gucke immer, ob es den bald mal wieder gibt oder einen ähnlichen. Ich bin auf der Suche für euch natürlich, weil ich den ja so toll finde. Und nehmt einfach dann so lange einen Ersatz. Bisschen das Kinn, bisschen die Nase und dann einfach ganz normal Rouge verteilen. Es geht so einfach und so schnell. Und jetzt ganz kleines bisschen auf dem Finger. Und dann einfach ein bisschen ja auf das Ende des Lidschattens, damit das auch noch mal frisch aussieht. Und ich finde, das macht so, so, so viel aus. Und noch mal ein Tipp, wenn ihr zu viel aufgetragen habt, das geht auch morgens, wenn ihr es eilig habt, einfach ein bisschen mit dem Foundation-Pinsel noch mal rüber und dann die Reste vom Pinsel noch mal verteilen. Also ganz einfach und ganz schnell. Ja, das ist irgendwie toll, ne? Also das fand ich so toll, das musste ich euch unbedingt erzählen. Ja, ob ihr jetzt noch das dann mit einem Stift macht oder mit einem hellen Pinsel, genau, ein heller Stift oder ein Pinsel, das weiß ich nicht, das müsst ihr wissen. Ich wollte euch das halt nur zeigen, dass das möglich ist und dass man damit auch nochmal so ein bisschen spielen kann. Und deswegen habe ich das hier nochmal in der Hand, um euch einfach nur zu sagen, ihr könnt noch mit einem hellen Stift rundherum malen, ihr könnt es mit einem Lippenpinsel noch mal ein bisschen verbessern, wenn das nicht ganz so klappt und man kann auch immer noch so ein bisschen ausbessern.
Ja, dann kommt noch mal so ein richtiger Geheimtipp. Ich finde, man kann sich auch toll mit Highlighter schminken und ich finde das immer toll, wenn man nicht so viele Produkte braucht. Und ich mache euch nachher ein Foto von den Produkten, die ich benutzt habe. Die hänge ich an das Video ran, weil ich das einfach toll finde, dass man sich mit so wenig Produkten, dass man eigentlich so viel erreichen kann. Und ich habe meinen Highlighter hier schon in der Hand und jetzt zeige ich euch mal, was man mit dem Highlighter noch machen kann. Und ja, schaut euch das einfach mal an. Highlighter. Ich nehme ja gerne den von Nabla, aber Essence und Catrice haben auch tolle Highlighter. Hier, ich sage immer, mein Schmetterlingspinsel, den gibt es, glaube ich, in fast jeder Drogerie. Und einfach nur mal ganz schnell die Stellen, wo ich den Highlighter auftrage. Und ganz speziell, ich liebe es auf den Augen. Es geht morgens schnell, einfach, man hat es immer griffbereit. Und es sieht einfach harmonisch aus, weil man es schon auf der Nase hat, vielleicht so ein bisschen auf der Wange, auf den Lippen. Und dann einfach mit dem Finger so ein bisschen aufs bewegliche Lid und im Augeninnenwinkel und schon ist man fertig. Und es hält. Ja, Highlighter ist natürlich immer so eine Sache. Es gibt ja Leute, die mögen das gar nicht, weil die dann sagen, also das habe ich selber früher immer gesagt, dass das die Falten betont. Das stimmt. Natürlich ist Highlighter ein Schimmer und den muss man ganz gezielt setzen. Und am besten ist es, wenn ihr so macht und ihr schaut mal, wo sind denn hier die Falten? Und am besten dann genau darunter oder nur so ein kleines bisschen. Ich finde matt sehr schön, aber ich finde auch speziell aufgetragene Highlighter finde ich unheimlich schön. Ich finde das richtig toll und das muss einfach nur gezielt sein. Und das kann man natürlich auch hier unter die Augenbraue, aber da habe ich ja jetzt Concealer. Aber ich finde das richtig schön und ich finde das auch immer toll auf den Lippen oder so. Das ist immer noch so wie so das letzte i-Tüpfelchen, was viel ausmacht und was noch mal dann, wo nachher, wenn alles so zusammenkommt, wenn man das alles umsetzt, dann gibt es so ein schönes harmonisches Gesamtbild, finde ich. Ich habe jetzt diese Produkte in der Hand. Es geht gar nicht um die Produkte selber, sondern es geht einfach nur darum, ich teste gerade ein Wimpernserum. Wenn das gut ist, erzähle ich euch das. Ich habe auch gerade noch eins, was ich testen möchte, weil ich habe eine ganz, ganz süße Lady gesehen bei DM und die hatte so krasse lange Wimpern, dass ich sie ansprechen musste. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so lange Wimpern gesehen und sie war gerade ungeschminkt. Und dann musste ich sie einfach fragen, was benutzt du für ein Produkt? Und das werde ich jetzt aber noch nicht preisgeben. Das behalte ich noch für mich und werde das erstmal testen. Und wenn das wirklich so ist und wenn das alles stimmt, dann werde ich euch das auf jeden Fall erzählen. Also, mein Tipp wäre, wenn ihr wirklich kurze Wimpern habt, testet mal ein Wimpernserum. Ich weiß, da gibt es ganz viele und es ist auch immer wirklich schwer, da das richtige Produkt zu finden. Ich weiß, deswegen teste ich es auch gerade. Und das dauert aber ja immer Monate, bis man da überhaupt ein Ergebnis hat. Deswegen, das dauert. Also wartet nicht auf meinen Tester. Ich weiß nicht, wann ich soweit bin, dass ich was sehe. Das ist immer schwierig, weil diese Wimpernseren, die sind ja auch mit Hormonen manchmal. Das möchte man auch nicht. Man muss da echt richtig darauf achten, dass man ein gutes Produkt nimmt. Was ich nur empfehlen kann, ist ein bisschen vielleicht von Asam was nehmen, was Koffein drin hat, weil ein Wimpernserum ist so gemacht, dass es die Wimpern länger festhält. Dadurch fallen die nicht so schnell aus und dadurch werden die auch länger. Das macht ein Wimpernserum. Aber ich habe auch schon gehört, dass es mit Rizinusöl gehen soll. Das weiß ich nicht, ob das klappt. Das habe ich auch noch nicht getestet. Das ist immer, es wird natürlich immer viel erzählt, ne? Und ob das wirklich so stimmt, das muss man dann auch wirklich vorher, nachher Bilder und der Person muss man dann auch vertrauen, die das erzählt und so weiter. Naja, will ich gar nicht so drauf eingehen. Wenn es schnell gehen soll, wenn ihr schnell lange Wimpern haben möchtet und ihr seid nicht so gut bestückt, dann gibt es immer einen Primer. Das ist ein Primer. Das ist gerade mein neuester Primer von Maybelline. Ihr könnt das mal ausprobieren. Kauft euch mal einen Primer. Ich kann nur den von Maybelline empfehlen im Moment und den von Asam. Da gibt es so einen Boost, der ist gleichzeitig auch mit Koffein. Der hält die Wimpern fest. Den kann ich euch sehr empfehlen. Den habe ich aber gerade nicht hier. Man kann, also es gibt auch so Wimpernfusseln von Make-up Coach. Das kann man sich dann da auf. Dann braucht ihr auch keine Angst vor zu haben. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Das legt ihr einfach so auf die Wimpern rauf. Dann wirken die Wimpern voller und länger.
Es gibt Primer für die Wimpern, um längere Wimpern zu haben. Ich habe ein Video gemacht, gerade vor kurzem, mit Mascara, wo Fasern drin sind. Schaut euch das unbedingt an, weil mit Fasern in der Mascara erreicht ihr auf jeden Fall ein viel besseres Ergebnis als ohne. Und es gibt nicht viele in der Drogerie, die Fasern drin haben. Deswegen gerne das Video anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, einfach nur mal ganz kurz gezeigt, was der Unterschied ist mit und ohne Mascara, was das am Ende dann nochmal ausmacht. Ich finde immer, wenn der Mascara drauf ist, dann ist man erst richtig fertig. Ja, und dann ganz zum Schluss nochmal, was ich denn noch gemacht habe. Ich wollte gerade das Video starten, dachte so, oh Gott, nee, Kinder vorne. Was kann man denn da nochmal machen, wenn ihr möchtet, gerne noch so einen Tipp. Ja, es war Tatsache so, ich wollte das Video gerade anfangen und denke so, oh nee, das geht nicht. Also ich sehe das auch bei Rewe, wenn ich an der Kasse stehe, immer diese komischen Dinger da unten, die irgendwie alt machen. Ich mag es nicht und deswegen zeige ich euch hier auch nochmal Hamsterbäckli von Make-up Coach und der Pinsel und genau die Stelle, wo es immer hängt und wo es komisch aussieht. Und jetzt auch nochmal, damit ihr das sehen könnt, es ist ein Schattenton. Kein Bronzer dafür nehmen, nehmt lieber einen Schattenton, den man nicht sieht. Gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Ich liebe ja nun mal Make-up-Coach-Produkte, aber natürlich findet ihr auch in der Drogerie tolle Produkte von Essence oder NYX. Wichtig ist nur, nach unten hin verblenden, genau die Stelle nehmen, die einen stört und dann einfach so schön verblenden, dass man nichts sieht und dann ist fertig. Also ganz einfach, ganz schnell. Man sieht es nicht, nur wenn man es jetzt weiß, achtet man drauf. Aber ansonsten, wenn ihr bei Rewe an der Kasse steht oder bei Aldi, es achtet keiner drauf und es sieht auch keiner. Ja, das waren meine Tipps, um jünger auszusehen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Es waren sicherlich nicht nur neue Tipps, aber manchmal vergisst man den einen oder anderen Tipp, geht mir genauso. Ich gucke dann immer Videos, denke so, das weißt du doch eigentlich, aber irgendwie hast du das wieder vergessen, weil der Kopf dann voll ist. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann freue ich mich ganz doll. Über einen Daumen nach oben natürlich auch. Und jetzt sage ich tschüss, danke, dass ihr da wart. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen und bleibt auf jeden Fall unbedingt gesund. Und wenn es zu spät ist, gute Besserung. Tschüss. Ja, hier nochmal die Lidschattenstifte, einfach nur im Vergleich, wie sie sich so unterscheiden. Ich fange an mit dem Nabla Lidschattenstift, den gibt es ja in verschiedenen Farben. Ne? Der kostet so um die 20 Euro, wenn ihr einen Code bekommen könnt, dann schreibe ich das natürlich in die Videobeschreibung. Bei Purist erhältlich Nabla Stift. Der ist schön cremig, aber auch ein bisschen fester. Das ist der von It Cosmetics, da würde ich gerne noch mehr Farben von haben. Ein schöner, weicher Stift, lässt sich sehr gut verblenden und hat ein kleines bisschen Glitzer mit drin, ist aber auch etwas teurer. Kiko hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und auch ein bisschen Glitzer mit drin. Und jetzt ist das Augen und Brauen von Make-up Coach. Also Kiko und Make-up Coach sind die günstigeren Produkte. Kiko lässt sich sehr gut verblenden und alle Stifte halten den ganzen Tag.